mein Name ist Marco Angelini. Ich komme aus Österreich, aus dem wunderschönen Graz. Mein Papa ist aus Luxemburg, die Mama aus Österreich und die Großeltern aus Italien. Also so ein Mischmasch. What a shame we never listen. Ich erwartete drinnen Dieter Bohlen, den kennt man natürlich auch in Österreich. Er ist auch dort etwas gefürchtet. Aber ich glaube schon, dass die alle sehr nett sein werden. Ich werde mein Bestes geben, mehr kann ich nicht machen. Und ja, schauen wir mal, bock mal's. What a shame, what a shame. Hi! Hallo! Guten Morgen! Morgen! Geiles Outfit heute, ne? Danke! Tradition ist sehr wichtig. Also vor allem bei uns in Österreich ist es so, also gibt es ganz viele Festel und ist alles sehr traditionell. Und so habe ich gedacht, fürs Casting, was das, komme ich mit der Lederhosen halt einmal her. Was machst du beruflich? Ich bin in genau 7 Wochen mit dem Medizinstudium fertig. Ich studiere Medizin, circa 7 Wochen noch. Derzeit bin ich hier gerade in Passau, weil ich dieses PJ, dieses praktische Jahr in Medizin in Passau mache. Das Medizinstudium ist wirklich eine Herausforderung. Ich habe gewusst, es wird nicht so leicht werden, aber dass das im Endeffekt so schwierig wird, habe ich mir auch nicht gedacht. Man würde es nicht durchhalten, wenn man es nicht wirklich lieben würde, die Medizin. Wir verlieren ihn. Zum Glück ist es nur Übungspuppe. Willst du jetzt Arzt werden, oder was? Na, eigentlich möchte ich Musiker werden, aber... Ah, das Studium hast du fertig? Das Studium habe ich mal fertig, ja. Sicher ist sicher. Oh, aber Komplimento. Schauen wir mal. Was machst du denn für uns, Marco? Ich hätte was Eigenes mit. Also es geht so in Richtung Ausdruck. Als zweites machen wir dann, das. Okay, dann habe ich von Paolo Nutini Die Streets. Mhm. Aber das ist nicht so ein Mega-Hit, ne? Ja, dann mach den Paul. Okay. Es ist bei mir so, ich spiele erst seit circa einem halben Jahr Gitarre. Oh. Und also dürft's mir nicht böse sein. Bin noch nicht so perfekt. Ich gebe mein Bestes. Hättest du so eine geile Gitarre und dann kannst du nicht spielen, ne? Irgendwann muss ich anfangen. Aber doch nicht hier, Mensch. Okay. Also, wenn man so ein Problem hat, schon A-Moll zu greifen, dann wird mir ganz anders, du. Aber A-Moll. Was ist nicht A-Moll? Ein D. Ein D soll das sein? Okay. Ich gebe mein Bestes. To cross the road, I look at the people as they sit down alone. Life is good, and the girls are gorgeous. Some little else much, much greener now. When no one turn around with a half bag of cigarettes, searching for the chance that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time turning our key. I guess it is eventually, I know, okay. I know. Was hattest du noch? Eben eine eigene Nummer hätte ich noch dabei. Eine was? Eine eigene Nummer von meiner Studentenband. Das geht aber in Richtung Austropop. Ich habe gedacht, etwas aus Österreich. Das ist ein E-Moll jetzt. Okay. Soll es sein? Nein, nein, das sieht gut aus für E-Moll. Ja. Ich habe einmal gehabt, was zählt im Leben, sind innere Werte und Liebe zu geben. Doch irgendwie ist es halt nicht so modern. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, kämpf für deine Meinung um jeden Preis. Ich leb lieber bunt, los mich nicht einlullen und leb sicher nicht so wie andere wollen. Ich lass mich fuckern in einer Schublade pressen, aber eigenes Hirn, da verdiene ich
vergessen, man soll sich einfach nur a selber vertrauen, dann kann ich ja morgen noch in den Spiegel schauen. Ja, reicht, glaube ich. Ich glaube, die Lederhosen, ich dachte zuerst, was will der jetzt? Aber es ist für mich so ein, es denkt bestimmt so ein Zeichen, dass du dich selbst nicht zu ernst nimmst, aber trotzdem was kannst. Und von mir auf jeden Fall ein ganz klares Ja. Geile Nummern. Ja, ich habe solche Leute wie dich früher immer gehasst. Oh. Also anscheinend fällt dir ja alles unheimlich leicht. Ich sag mal, so ein geiles Abi zu haben, um Medizin zu studieren, da hätte ich echt von geträumt. Und dann nebenbei anscheinend auch so Musik zu machen. Und du spielst zwar scheiße Gitarre, aber für ein halbes Jahr ist es wiederum ziemlich gut. Die Strophe jetzt von deinem eigenen Song ganz toll, so vom Gefühl her. Ich glaube, du bist der Beste bisher in München. Also ich bin auch wirklich positiv von dir angetan. Ich habe zwar jetzt nicht alles verstanden, aber auch worum es da drin ging. Okay. Also von mir auf jeden Fall kriegst du auch ein Ja. Danke. Alles super. Dreimal ja. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüssi. Ich bin im Rico.